Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu unserem Salon Humanismus Plus von den Tagen der ignatianischen Pädagogik, die zurzeit im Heinrich-Pesch-Haus in Ludwigshafen stattfinden. Dies ist bereits der dritte Salon. Wir hatten vorherige Veranstaltungen mit Professor Heinz Bude oder Professor James Arthur von der University of Birmingham, dem Jubilee Center dort. Mein Name ist Johannes Bohnen. Meine Beratung begleitet die Kampagne Humanismus Plus, des Zentrums für Ignatianische Pädagogik, kurz ZIP, die sich gegen einen reduktionistischen Bildungsbegriff wendet und für eine umfassende Persönlichkeitsbildung im Sinne jesuitischer Tradition eintritt. Wichtig dabei, es besteht eine Anschlussfähigkeit zum Humanismus. Die ignatianische Prägung macht ihn sozusagen zu einem Humanismus Plus, der über weltliche Gehalte hinausgeht und die Frage nach Gott zulässt. Sie nimmt also die spirituelle Bedeutung des Lebens in den Blick. Der Titel unseres heutigen Gespräches lautet Humanismus Plus, gute Bildung stellt die Frage nach Gott. Aber wie? Da kommen zumindest schon mal zwei Dimensionen zum Ausdruck, einmal die systemische und dann auch die praktische dazu. Später. Zunächst möchte ich Ihnen allerdings die Teilnehmer unserer Runde vorstellen. Da ist zunächst links neben mir sitzend Professor Michael Eberts. Er ist Theologe und Soziologe und zusammengefasst kann man auch sagen, Religionssoziologe von der katholischen Hochschule in Freiburg. Wissenschaftlicher Gegenstand für ihn sind insbesondere Gegenwartsanalysen zur Krise der Kirchen im 20. und 21. Jahrhundert in Europa. Er diagnostiziert die Ursprünge der Kirchenkrise und ihrer mangelnden oder nachlassenden Spannkraft sowie der strukturellen Spaltung von Gottes- und Nächstenliebe. Theoretisch orientiert er sich sehr stark an Max Weber, der Tradition Max Webers, gerade auch den Begriffen Charisma und Religion, also dem Religionsbegriff von Max Weber. Dann sitzt, ich überspringe mal ganz kurz hier den Badezimmermann, hier in der Runde der Herr Dr. Rucker, Thomas Rucker, er ist Dozent für Grundlagen der Erziehungswissenschaft an der Universität Bern. Schwerpunkte seiner Arbeit sind Bildungstheorie, allgemeine Didaktik, pädagogische Anthropologie und Ethik und Komplexitätsforschung. Also Kernthematik für ihn ist unter anderem die Erziehung zur Moralität in Zeiten der Komplexität. Wie kann eine Erziehung zur Moralität sinnvoll konzipiert werden? Für ihn eine zentrale Frage, ich glaube auch der Urteilsbegriff ist für Sie zentral für ein selbstbestimmtes Leben. Dann sitzt in der Mitte dieser Runde der dritte Diskutant, der Jesuit Pater Zimmermann. Er ist als Direktor des Heinrich-Pesch-Hauses sozusagen unser Gastgeber heute. Er ist Co-Leiter des Zentrums für Ignatianische Pädagogik und er war auch langjähriger Rektor des Canisius-Kollegs in Berlin und verbindet dadurch die praktische Erfahrung auch mit einem eher systemischen Ansatz und dem Ansatz der Reflexion. Ich habe jetzt noch ein paar kurze organisatorische Hinweise zu machen. Das eine ist, sollten Sie Fragen haben, melden Sie das bitte in der Chatfunktion. Wir würden Sie dann mit ins Gespräch bringen und diese Sendung hier sozusagen wird aufgezeichnet. Ganz außen hier in dieser Runde sitzt Dr. Schulte Alte-Dornburg. Er ist von der Portikus-Stiftung, beschäftigt sich mit Stiftungsberatung, mit Bildung und gerade auch der glaubensbasierten Bildung. Und er wird sozusagen heute durch die Sendung führen. Ich mache dann mehr den Sidekick, komme ein bisschen von der Seitenlinie und vielleicht können wir uns ein bisschen Bell zuspielen. Beginnen, einsteigen wollen wir allerdings mit Impulsen, mit Statements von ungefähr 3 bis 5 Minuten Länge. Und ich würde Sie bitten, Professor Eberts, den Anfang zu machen. Ja, also zunächst einmal möchte ich formulieren, wir sind heute in einer gesellschaftlichen Situation der Gotteskrise. Damit will ich sagen, die Bezugnahme der Menschen auf diese Größe namens Gott verliert an Relevanz. In den
Fragen, was macht dein Leben aus, wozu lebst du, was ist dir wichtig im Leben, rangiert Gott ganz an der untersten Stelle des Rankings. Mein Leben einmal vor Gott verantworten zu können, ist nur noch für etwa 15% der deutschen Bevölkerung in irgendeiner Weise von Bedeutung. Meine zweite These lautet, das kommt nicht von ungefähr, weil in einer Gesellschaft, die sehr stark auf Wahrnehmung, auf Rationalität aus ist, Gott natürlich sozusagen an Plausibilität verliert. Die Gotteskommunikation bezieht sich auf Unbeobachtbares. Gott ist nicht einfach greifbar hier und da oder so oder da hinten, sondern wer über Gott redet, redet über etwas Unbeobachtbares. Und in einer Zeit, auch in einer Schule, die sehr stark auf das Empirische, das Wissenschaftliche achtet, ist natürlich dann Gott ziemlich im Hintertreffen. Zugleich leben wir in einer Situation der säkular-religiösen Konkurrenz, in der noch neben dem christlichen Gott noch andere Gottesbezugnahmen auftauchen. Es gibt sozusagen unglaubliche Sinnüberschüsse, was die Gotteskommunikation angeht. Also man könnte Werte und auch sagen, verrückt halten. Ja? Sie würden vielleicht sagen, Rattenfänger auf dem religiösen Markt, sodass man all denjenigen, die Gott im Munde führt, auch sozusagen mit Reserve, mit Misstrauen gegenübertritt. Wenn nun eine Schule wie die ignatianischen Schulen den Anspruch haben, diesen Gottesbezug ins Zentrum zu rücken oder zumindest nicht an den Rand zu schieben, dann stehen sie natürlich in einer solchen schwierigen Lage, zumal die Familien, die ja die Schülerinnen und Schüler an die Schule bringen, ja auch nicht mehr so ohne weiteres in diese Gotteskommunikation, schon gar nicht in die christliche oder kirchliche Gotteskommunikation einführen. Wenn man nun fragt, ja, wie soll das dann gehen, dann würde ich zunächst einmal ganz bescheiden antworten und sagen, misstraue all denjenigen, die glauben, Gott zu haben. Misstraue all denjenigen, die sagen, ich stehe in einem Direktkontakt mit ihm und ich weiß, wer er ist und was er will. Das ist sozusagen eine Folge der Aufklärung und die auch eine ignatianische Schule verpflichtet sein muss. Mit anderen Worten, wir haben Gott nie direkt, sondern immer nur indirekt, sozusagen in der Kommunikation über ihn. Wir haben ihn nur im Zeichen. Und wenn man nun fragt, wie nun die Gotteskommunikation an einer Schule, einer ignatianischen oder einer katholischen Schule laufen kann, dann hat sie bescheiden zu laufen, nämlich im Zeichen. Sie muss wissen, sie kann Gott nicht direkt, sondern immer nur indirekt in Zeichenhaftigkeit kommunizieren. Wenn man das noch konkreter macht, um ein Beispiel zu nennen, da würde das heißen, wenn an einer ignatianischen Schule Gott kommuniziert wird, dann im Zeichen zum Beispiel der Gerechtigkeit. Gott ist in der christlichen Tradition, auch in der jüdischen, der Gerechte, der Barmherzige auch natürlich, aber der Gerechte. Und an der Schule geht es immer auch um Fragen der Gerechtigkeit. Wenn man das noch weiter runter buchstabiert, dann müsste eine ignatianische Schule Gotteskommunikation dadurch betreiben, dass an ihr zum Beispiel die Notengebung gerecht, das würde zum Beispiel auch heißen transparent, passiert. Anders passiert als etwa an Schulen, die diese Gottesbezugnahme nicht haben. Wenn Gott der Gerechte ist und wir das kommunizieren wollen, dann darf es bei der Notengebung nicht ungerecht zugehen. Dann darf auch die Bezugnahme auf die Ungerechtigkeit dieser Welt nicht fehlen und so weiter. Also ich will damit nur andeuten, Gotteskommunikation geht, aber sie muss neu plausibilisiert werden, auch an der Schule.
Das geht nicht in Direktkontakt, das geht nur indirekt. Und das kann man erleben, indirekt, etwa bei der Notengebung, weil dort Gott als der Gerechte indirekt erlebbar wird. Das soll nur ein Beispiel sein. Richtig. Haben wir gedacht, Pater Zimmermann, dass Sie hier als Letzter in der Runde sprechen und Herr Dr. Munkelich. Ja, vielen Dank. Meine erste These lautet, Religion und in diesem Zusammenhang auch die Frage nach Gott kann und soll einen Ort an Schulen haben, sofern schulische Erziehung an dem Anspruch orientiert ist, Bildung zu ermöglichen. Da spreche ich jetzt als Pädagoge und Erziehungswissenschaftler. Bildung wird nämlich traditionell als vielseitige Bildung expliziert. Das bedeutet, eine schulische Erziehung, die auf die Ermöglichung von Bildung setzt, steht unter dem Anspruch oder vor der Aufgabe, Heranwachsende darin zu unterstützen, Welt aus verschiedenen Perspektiven in den Blick zu nehmen. Wenn sich nun zeigen lässt, dass Religion eine originäre Perspektive auf Welt offeriert, einen originären Modus des Weltbezugs, wie das heute auch häufig heißt, dann könnte man sogar sagen, wäre es defizitär, wenn Religion keinen Ort an Schulen finden würde. Also insofern könnte man argumentieren, Religion gehört in die Schule, nicht weil ein bestimmtes Bekenntnis als heilsrelevant expliziert wird oder weil eine Religionsgemeinschaft Nachwuchs benötigt, sondern deshalb, weil andernfalls Heranwachsenden eine spezifische Perspektive auf Welt verborgen bliebe, vorenthalten werden würde, die sie mit alternativen Perspektiven auf Welt in ein Verhältnis setzen können, um so vielleicht, ideal gedacht, ihre Urteile in einem Wechselspiel differenter Perspektiven zu bilden, zu entwickeln. Das wäre die erste These. Die zweite schließt daran an, eine solche Erziehung als Ermöglichung einer vielseitigen Bildung, in der dann auch die Frage der Religion, die Frage nach Gott nochmal spezifischer gestellt, ihren Ort haben. Eine solche Erziehung kann aus meiner Sicht nur plausibel gemacht werden, als in der Grundstruktur zumindest, als ein Hineinziehen der Schülerinnen und Schüler in ein Wechselspiel von Teilnahme und Beobachtung der Teilnahme. Was meine ich damit? Für mich scheint eine Erziehung unter Bildungsanspruch nicht sinnvoll konzipierbar, wenn sie nur als Hineinziehen in eine religiöse Binnenperspektive konzipiert wird, aber eben auch nicht nur, wenn sie nur ein Reden über Religion oder zu einem Reden über Religion avancieren würde, sondern es kommt, glaube ich, auf das Wechselspiel an, um Heranwachsenden dabei zu helfen, einmal in religiöser Perspektive Welt in den Blick zu nehmen und in dieser Perspektive um Urteile zu ringen, zugleich aber auch diese Perspektive von außen selbst noch einmal zum Gegenstand der Betrachtung zu machen. Die Idee dahinter ist schlichtweg mit dem Bildungsbegriff verknüpft. Man sucht Freiräume der eigenen Urteilsbildung zu eröffnen. Was kann das konkret bedeuten? Ich finde das Beispiel von Herrn Eberts sehr gut. Da würde ich später vielleicht auch noch was zu sagen. Ich habe jetzt ein anderes Beispiel gewählt. Ein ganz schlichtes Beispiel eigentlich, aber ich würde jetzt mal sagen, zu diesem Hineinziehen in eine religiöse Binnenperspektive mag dann unter anderem auch gehören, dass man mit Schülerinnen und Schülern spirituelle Übungen veranstaltet und macht, sie aber zugleich versucht, auf Distanz zu dieser Bezugnahme auf Welt in religiöser Perspektive zu bringen, was zum Beispiel heißen kann, dass diese spirituellen Übungen selbst noch einmal zum Thema gemacht werden. Sei es, dass man ihre theologischen Voraussetzungen expliziert, sei es, dass man die Entstehungsgeschichte solcher spirituellen Übungen thematisiert, also die Übungen selbst einbettet in einen geschichtlich-gesellschaftlichen Zusammenhang. Aber ich würde schon sagen, diese Thematisierung der religiösen Perspektive selbst sollte noch in größerem Maßstab eine Rolle spielen. Damit meine ich, diese Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen einer religiösen Perspektive auf Welt muss nicht von Anfang an, aber eben nicht auch erst am Ende schulischer Bildungsgänge auch immer wieder neu mit wachsendem Schwierigkeitsgrad eine Rolle spielen, um so vielleicht dazu beizutragen, dass Schülerinnen und Schüler so etwas wie ein komplementäres Denken auch entwickeln können, indem dann eine religiöse Perspektive auf Welt und eine naturwissenschaftliche Perspektive auf Welt etwa
nicht mehr als konträre Perspektiven nur betrachtet werden müssen. Vielen Dank, Herr Dr. Rucker. Hat er zu machen? Ja, ich kann gut anschließen an meine Vorredner. Ich glaube, eine erste Grundentscheidung ist tatsächlich, wofür soll Schule gut sein? Und ich glaube, wir haben im Moment unausgesprochen zwei Modelle fahren. Das eine ist die Erwartung sozusagen, dass Schule ausbildet, Fertigkeiten vermittelt. Darüber hinaus gibt es eben aber die Erwartung, dass Schule eben auch bildet. Wir haben in einer Allensbach-Umfrage, die das Zentrum für Ignatianische Pädagogik in Auftrag gegeben hat, herausgefunden, dass eben doch 61% der Bevölkerung erwarten, dass Schule mehr tut, dass sie Persönlichkeiten bildet, weil Schülerinnen und Schüler dort einen Großteil ihrer Zeit verbringen. Und wenn das stimmt und wenn man das annimmt, dann glaube ich tatsächlich, dass gute Bildung die Frage nach Gott offen halten muss. Weil man sich dann fragen muss, was ist Bildung? Und Bildung ist für, aus meiner Sicht, da stehen wir in einer langen Tradition, Wachstum am anderen. Das heißt, die Förderung, würde man jetzt sagen, der Schule. Schule muss fördern, dass eine Person, dass die Schülerinnen und Schüler selbst sich finden können als Person in der Auseinandersetzung am anderen. Das andere wäre jetzt für Humboldt gewesen die Sprache, also Kultur. Und da gehört natürlich dazu sozusagen die ganze Frage, wo verankert eine Gesellschaft noch einmal ihre Werte, wie verankert sie ihre Weltsicht, wie thematisiert sie noch einmal, was ihr die Welt ist. Und Schülerinnen und Schüler da hinein zu verwickeln, dass sie auch selbst sich darin ein Urteil bilden. Weil ich glaube, dass das zu einer moralischen Persönlichkeit auch gehört, sich zu fragen, wo findet eigentlich dieses mein Weltbild, wo finde ich als Person Halt? Wo ist sozusagen die Grundlage? Oder anders gesagt, was ist mir die Welt? Ist sie mir, das ist eine Entscheidung am Ende des Tages, ist sie nur eine Ansammlung von Fakten? Oder ist sie mir, wenn man es mal mit Hartmut Rosa sagt, ein Resonanzraum? Etwas, worin mir ein Beziehungsangebot gemacht wird? Deswegen würde ich sagen, gehört eben tatsächlich zu guter Bildung dazu, dass gefördert wird, dass Schülerinnen und Schüler sich die Frage nach Gott stellen. Wie? Ich glaube, für mich hat das zwei Ebenen. Ich glaube auch, wir haben so etwas wie eine Gotteskrise. Das unterstreicht auch nochmal die Notwendigkeit, aber auch die Chance, sich mit Gott auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass es für das Christentum auch eine Chance ist. Wir haben, glaube ich, es ist auch eine Folge dieser Krise, dass wir getan haben, als wäre Gott so ein Puppenspieler hinter den Kulissen der Evolution, den man beschreiben kann, der eine Adresse hat. Und ich glaube, es ist für uns eine echte Chance, noch einmal in der kritischen Schülerinnen und Schüler in eine kritische Betrachtung hineinzuziehen, die ja gerade auch in der Bibel schon angelegt ist. Also dass Gott eben nicht greifbar ist, dass er einer ist, der keinen Namen hat. Insofern ist sozusagen Aufklärung für mich kein Prozess, der irgendwo in der Neuzeit beginnt, sondern eigentlich die ganze Bibel ist eigentlich auch schon ein Buch der Aufklärung überall, um zu entlarven die Götzen. Das ist die eine Ebene. Und die zweite Ebene, die für mich auch dazu gehört, ist sozusagen spirituelle Kompetenz, kann ich gut anschließen auch. Nämlich die Frage, wie gehe ich in meinem Leben eigentlich, kriege ich einen Sensus für die Bedeutung von Dingen? Wie schaffe ich es herauszufinden, dass Dinge eine Bedeutung haben können? Das Bedeutsame, das ist die Konjunktur des Begriffs Spiritualität, dass Menschen eben, glaube ich, es satt haben, die Oberflächlichkeit von Welt und das Bedeutsame wieder suchen. Und auch das ist, glaube ich, ein Bildungsprozess, eben sich nicht auf die billige Tour zu machen. Ich glaube, es wird schon unglaublich viel gewonnen, wenn wir an Schulen der Stille wieder mehr Raum einräumen können. Das heißt, Schülerinnen und Schülern den Weg zu ihrem Inneren zu eröffnen, als dem Raum, wo ich tatsächlich Bedeutsamkeit, Heiligkeit herausfinden kann, durch Stille. Zumal als Beste. Vielen Dank. Das ist, glaube ich, schon eine ganze Menge.
an dem wir anknüpfen können und die verschiedenen Aspekte, die Sie aufgebracht haben zum Thema, von der Frage, in was für ein säkulares Klima wir diese Frage hineinstellen, was man einer übermäßigen Säkularisierung oder vielleicht auch einem übermäßigen Relativismus entgegensetzen kann oder vielleicht sogar entgegensetzen muss. Da ist doch jetzt schon einiges sehr viel deutlicher geworden. Ich würde die Frage gerne nochmal zurückgeben, und zwar umgekehrt. Gibt es aus Ihrer Sicht auch gute Bildung ohne Gott? Vielleicht fangen wir in der gleichen Reihenfolge an, Herr Professor Eberts. Ich kann das gar nicht beurteilen, ehrlich gesagt, weil die Gutheit von Bildung selbst wieder zu definieren wäre. Ich neige schon zur ignatianischen Position, dass Gutheit erstmal auch Fülle ist, so würde ich mal übersetzen. Und deshalb kommt es ja zu einem ganz bestimmten Bildungsbegriff, der die Fülle personaler Existenz beinhaltet und da nichts ausspart, nichts. Und wenn ich nichts ausspare, dann kommt Gott ins Spiel. So, die kommt kulturell ins Spiel, die kommt historisch ins Spiel. Warum sollen denn all unsere Ahnen Decken gewesen sein, die über Gott kommunizieren und mit Gott zu kommunizieren zu können? Warum sollen die alle irgendwie bescheuert gewesen sein? Also auch das müssen wir doch erstmal zur Kenntnis nehmen. Das können wir nicht einfach beschneiden oder abschneiden, so tun, als wäre da nichts. Also von daher, wenn man Gutheit als Fülle definiert, das könnte ich weitermachen, katholisch heißt natürlich auch Fülle, ja, das ist, wenn man einen jetzt nicht konfessionsverengten Begriff von katholisch sein versteht, heißt allgemein, heißt eben Fülle, dann würde ich mich erstmal durchringen, ohne jetzt andere abzuwerten, die einen rein säkularen Humanismus pflegen, ich will die nicht abwerten, aber dann würde ich sagen, ja, zu dieser Gutheit gehört das Humanismus Plus, gehört Humanismus Plus. Eine gute Schule ist dann eben auch eine Schule, die Gott ins Spiel bringt. Aber eben, das finde ich dann auch wieder das Bescheidene an der ignatianischen Position, die Frage nach Gott öffnen. Nicht mit Antwort daherstelzen, nach dem Motto, wir haben es, sondern die Frage, Gott in die Reflexion, in die Gottesreflexion bringen. Und daher würde auch heißen, heute übersetzt, Nachfolge Christi oder Nachfolge Jesu, würde eben auch heißen, ihm nicht einfach hinterher danken. Was ja ohnehin nicht geht, denn das konnten die Jünger, ja, die konnten ihm hinterherlaufen. Das geht sowieso nicht mehr. Aber da gibt es das schöne Wort in der ignatianischen Pädagogik, eine Einladung auf diesen Weg zu gehen. Das ist eine Einladung, ich muss ihn nicht gehen, ich kann ihn halb gehen, kann stehen bleiben, wieder zurückgehen. Es ist nicht der Zwang in die Imitation, sondern es ist die Einladung dazu. Ja. Also hier kommt das, ich würde auch sagen, das Moderne ins Spiel, dass man den Schülerinnen und Schülern den Freiraum lässt, sich auf diese Einladung einzulassen, sie auszuprobieren, sie zu schmecken, wie die Jesuiten sagen. Geschmack vielleicht daran zu kriegen, ist auch sinnlich wahrzunehmen, von daher kommt auch, stimme ich Ihnen ja sehr zu, das Rituelle auch ins Spiel, das nicht nur das Gebet, sondern viele Formen der sinnlichen Kommunikation durch Zeichen darüber kommt eben auch dieser Geschmack ins Spiel, aber das sind alles Einladungen. Und keine Überwältigung. Heute haben wir in der bildungspolitischen Debatte eine Vorsicht gegenüber dem Religiösen, weil sofort unterstellt werden wird, wer Religion vertritt, will vereinnahmen, will überwältigen. Es gibt einen sehr negativen Begriff von Religion in unserer Gesellschaft, möglicherweise auch durch ganz bestimmte Spielarten des Islamismus, hervorgebracht, vielleicht auch auf dem Hintergrund der Konfessionskonflikte, 30-jähriger Krieg und so weiter.
dass da so etwas eine tiefsitzende Angst vor der Religion auch da ist, eben der Überwältigung und der Gewalt. Das ist aber dezidiert nicht die Position der Ignatianer. Wenn ich da kurz nachhaken darf, wäre es dann nicht besonders wichtig, darauf hinzuweisen, dass unsere Welt, unsere Bildungseinrichtung, unsere Normen ja durchwirkt sind vom Religiösen. Deshalb ist die Frage natürlich, ob es eine Bildung ohne Gott geben kann, auch eine sehr abstrakte. Ja, also zum Beispiel haben wir im deutschen Strafrecht die Verweigerung der Hilfeleistung ist Strafe. Das ist im Grunde das in das säkulare Strafrecht übersetzte Samaritergleichnis des Neuen Testaments, wenn Sie so wollen. Aber, und da wäre ich wieder auf der anderen Seite, sage ich mal, der Humanisten minus oder der Humanisten ohne Plus, in einer modernen Gesellschaft muss ich auch mit diesen Menschen leben, die sagen, unser Strafrecht darf nicht religiös durchbestimmt sein. Es muss säkular sein. Das heißt noch lange nicht laizistisch, aber wir brauchen auch einen Ort, wo Menschen, die eben nicht glauben, nicht mehr glauben, die nicht religiös sind und so weiter, sich mit den Menschen, die religiös sind, verständigen. Und deshalb darf das deutsche Strafrecht jetzt kein Kirchenrecht sein, um es mal so zuzuspitzen, aber es enthält Elemente der religiösen Tradition. Herr Dr. gute Bildung ohne Gott? Ich sperre mich ein bisschen gegen die Formulierung gute Bildung, sondern ich würde eben sagen, eine gute Schule wäre eine solche, die am Bildungsanspruch Orientierung findet. Aber dann würde ich eben sagen, wenn man mit diesem Bildungsanspruch, wie wir ihn aus der Tradition kennen, ernst machen und den Gedanken verpflichtet bleiben, dass Heranwachsende dazu befähigt werden sollen, Welt aus differenten Perspektiven in den Blick zu nehmen, dann, glaube ich, müsste man konsequenterweise sagen, dann gehört auch die religiöse Perspektive mit dazu. Wenn sich zeigen lässt, das habe ich ja vorhin gesagt, da bin ich einfach zu wenig Theologe, dass die religiöse Perspektive auf Welt wirklich einen Zugang bietet, für den es kein funktionales Äquivalent gibt, sozusagen. Ja, also die nicht aus anderen Perspektiven abgeleitet werden kann, auf diese reduziert werden kann, durcheinander ersetzt werden kann. Das müsste gezeigt werden. Aber wenn das gezeigt werden kann, müsste eigentlich würde aus dem Bildungsanspruch folgen, wenn man ihn so versteht, vielseitige Bildung, dass auch die religiöse Perspektive in die Schule hineingehört. Wenn Schule am Gedanken der Bildung Orientierung findet. Insofern würde ich eben sagen, wenn sich das zeigen ließ unter Vorbehalt, dann würde zu einer guten Schule Religion mit hinzukommen. Was aber auch wichtig ist, damit ich das kurz ergänze, bevor ich es vergesse, der Bildungsanspruch offeriert aber nicht nur eine bestimmte Möglichkeit der Begründung von Religion an Schulen, sondern erfordert auch eine, wie Herr Eberts das ausgeführt hat, nach einem spezifischen Umgang mit Religion im Kontext von Schule, in dem nämlich existenzielle Fragen in den Fokus gerückt werden, Schülerinnen und Schülern aber auch die Antworten, die in der Geschichte auf solche Fragen gegeben worden sind, nicht vorenthalten werden, sie Bekanntschaft damit machen dürfen, ohne sie auf diese Antworten aber zu verpflichten. Das glaube ich, also dieser Freiheitsgedanke ist genauso wie der Vielseitigkeitsgedanke mit dem Bildungsanspruch irreduzibel verknüpft. Insofern würde ich sagen, vom Bildungsgedanken her brauchen wir eine spezifische Konzeptionalisierung von religiöser Erziehung an Schulen und ist zugleich eine bestimmte Begründungsmöglichkeit religiöser Erziehung an Schulen gegeben und beides hängt miteinander zusammen. Gibt es denn ein funktionales Äquivalent? Wir können das ja mal prüfen, etwa für die kommunikative Unterscheidung von Immanenz und Transzendenz. Wer steht für diese kommunikative Unterscheidung? Das ist doch nur die Religion. Die Wirtschaft macht andere Unterscheidungen, das Recht wieder andere und so weiter. Die Medien auch. Also und die verschiedensten Fächer in der Schule, die ja im Grunde auch gesellschaftliche Teilsysteme mehr oder weniger repräsentieren, die klammern ja alle diese Unterscheidung in unserer Kommunikation aus. Und dafür steht Religion, könnte man jetzt mit Luhmann sagen. Also muss diese Unterscheidung ebenfalls eingetragen werden in die Bildungskommunikation. Würden Sie dem so? Ja, da würde ich zustimmen. Das ist die Luhmannsche Variante von Pollack, dann ja auch stark gemacht in der Religionssoziologie. Wenn man das so aufzieht, glaube ich, eröffnet das die Möglichkeit, Religion als originäre Perspektive zu bestimmen. Ich kenne das
Das nur auch mit Blick auf das Fach Pädagogik und Erziehungswissenschaft, auch Religionspädagogik, wo man häufig zum Beispiel den Zugang wählt, dahingehend, dass man sagt, in religiöser Perspektive rücken die großen Fragen in den Blick. Mhm. Und dann tauchen Fragen auf, wie zum Beispiel, was ist der Mensch? Aber die werden auch in der Philosophie diskutiert. Ja, also insofern müsste man eben genau gucken, wie man Religion bestimmt. Und wenn man dann sagt, eben mit der Immanenz-Transzendenz-Differenz, die ja dann mit dem Re-Entry nochmal auf sich selbst angewendet wird, mit Blick auf religiöse Kommunikation, da hat man eine Bestimmung, die es erlaubt, dieses bildungstheoretische Argument, das ich skizziert habe, an der Stelle noch zu füllen. Ja, das habe ich ja nur unter Vorbehalt formuliert. Insofern glaube ich, würde diese Lücke füllen im Argument. Sie sprechen aber beide, bevor wir dann an eine Bekenntnisschule gehen, vom Schulwesen im Allgemeinen, also auch von säkularen Bildungseinrichtungen, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Also Sie beide. Also das, was Sie gesagt haben, würde gelten im Grunde grundsätzlich für nahezu jede Schule. Und dann würde man wahrscheinlich gleich nochmal die Position der Bekenntnisschule spezifisch abklopfen. Denn natürlich ist die nächste Frage die, Sie haben jetzt auch sehr stark auf den Religionsunterricht abgehoben, ist das der einzige Ort oder der Philosophieunterricht? Man könnte ja auch die Frage nochmal weiter spezifizieren und sagen, guter Philosophieunterricht oder gute Philosophie kommt nicht ohne Bezug auf Gott aus. Das ist vielleicht dann mit die nächste Sendung, die wir ausstrahlen. Aber jetzt wäre der entscheidende Punkt dann für mich nur nochmal zu wissen, Sie würden das auf alle, also auf Schule und Schulbildung generell beziehen wollen. Also ich habe jetzt sehr allgemein erziehungs- und bildungstheoretisch argumentiert. Ich habe jetzt noch nicht nach Schulen differenziert. Ja. Ich würde schon beanspruchen, dieser Gedankengang, wenn er denn stimmen sollte, gilt zunächst einmal für Schulen im Allgemeinen. Denn auch Bekenntnisschulen sind zunächst einmal Schulen. Ja, ja, genau. Und unterstehen dem Bildungsanspruch. Und wenn vom Bildungsanspruch her diese Konsequenz her abgeleitet werden kann, dann gilt das zunächst mal für. Aber was ich eigentlich nicht sagen wollte, ist, also ich wollte nicht, dass von vornherein schon auf Religionsunterricht eingeschränkt wissen, sondern ich habe allgemein von schulischer Erziehung gesprochen und das Beispiel der spirituellen Übungen genannt. Das zu machen, ist aus meiner Sicht schon nicht mehr Unterricht im strengen Sinne. Mhm. Ja, aber diese spirituellen Übungen, mag man sie dem Schulleben zuordnen, können im Unterricht und selbst wiederum aus reflexiver Distanz thematisiert werden. Ja. Das habe ich vorhin gemeint. Ja. Insofern würde ich sagen, übersteigt das, was ich eben gesagt habe, schon den Religionsunterricht, wenngleich er einen unverzichtbaren Platz beanspruchen muss im Kontext einer schulischen Erziehung, die dem Religiösen zugeneigt ist. Das würde ich schon sagen. Also ich würde darauf sagen, zunächst einmal würde ich jetzt noch sagen, Schule ist natürlich nicht nur Unterricht. Das ist ganz wichtig. Das merken wir jetzt in der Pandemie, was Schule alles noch ist. Ja, man kann vielleicht Unterricht übersetzen in die digitale Kommunikation, aber auch das geht nicht so ohne weiteres, weil da viele Dimensionen wegfallen. Aber Schule ist weitaus mehr als ihre Reduzierbarkeit auf Unterricht, denn was die Kinder, die vernachlässigten Kinder vermissen, ist ja auch die Pause, um es mal plakativ zu sagen, also wo sie untereinander in den Peer Groups, in der freien Vergesellung, wie man etwas altmodisch sagen würde, ja miteinander ins Gespräch kommen. Das ist ja auch Schule. Es gibt ja sogar Milieus, die sagen, naja, also ich war keine Glanzleuchte auf der Schule, aber es war doch toll in der Schule, das Beste waren die Pausen. Ja? So, also das müssen wir alles mitsehen, was Schule ist viel komplexer. Ja. Aber ich habe es tatsächlich auch erstmal gemeint, bezogen auf alle Schulen. Ich würde dann auch verlangen von einem Physiklehrer in einer staatlichen Schule, dass er nicht so ohne weiteres hämisch die Unterscheidung von Immanenz und Transzendenz ausklammert. Der muss keine Antwort geben, aber er sollte sie nicht abwerten. Das würde ich verlangen. Ich würde allerdings dann die Differenz schon aufmachen zwischen einer profanen, sage ich jetzt mal, Schule und einer religiös geprägten Schule. Und zwar in der kommunikativen Unterscheidung von Immanenz und Transzendenz. Sie haben es vorhin mal gesagt, es ist was anderes, ob ich über Gott rede, da treffe ich ja auch diese Unterscheidung von Immanenz und Transzendenz, oder ob ich beanspruche, ihn zu erreichen in der Kommunikation, also etwa ins Gebet gehe. Mhm.
Und das, glaube ich, können wir von einer staatlichen Schule nicht erwarten, also nicht im Unterricht, vielleicht als Einladung, als freie Einladung. Dafür könnte dann die Schulseelsorge etwas stehen an den öffentlichen Schulen und so. Aber die konfessionelle Schule, die dürfte, glaube ich, nicht nur in der Metakommunikation über Immanenz und Transzendenz stehen bleiben, sondern sie müsste diese Kommunikation selbst versuchen, also erlebbar machen. Das wäre für mich ein Unterschied. Das würde ich, wenn ich als Vater, leider habe ich nie die Gelegenheit gehabt, meine drei Kinder auf eine katholische, gar auf eine ignatianische Schule zu schicken, bedauere das heute noch. Wenn ich die Gelegenheit gehabt hätte, hätte ich diese Erwartung auch gehabt. Und die Sinusstudie, die Sie ja durchgeführt haben, dank der Stiftung ja auch, zeigt ja auch, dass die Eltern diejenigen sind, die von einer ignatianischen Schule erwarten, dass die Frage nach Gott gehalten wird. Die Eltern weitaus mehr übrigens als die Schüler und Schülerinnen selbst und die Lehrkräfte. Ja. Das ist eine erstaunliche Differenz. Das wäre natürlich auch nochmal ein ganz anderes Thema, wenn die Lehrkräfte gar nicht so stark dahinter stehen. Sprechen Sie von den bekannten Schulen oder allgemein? Ich rede von der neuen ignatianischen Schulen, genau, die in der Sinusstudie zum Thema gemacht wurden. Und da stehen die Lehrer nicht so, Lehrkräfte nicht so stark hinter diesem Postulat wie die Eltern. Und das stellt natürlich auch ganz andere Fragen, wie wähle ich die Lehrkräfte aus, wie wähle ich die fort, wie nehme ich die sozusagen in die Gotteskommunikation hinein, und so weiter. Das sind natürlich auch ganz wichtige Fragen. Ich würde nicht sagen, die es nicht wollen, die schließt man aus, und ich würde sagen, die muss man aber in einer ganz besonderen Weise einbinden. Ist die Antwort damit schon ergeben, die Sie geben würden? Und gehen wir recht in der Annahme, dass Sie sagen würden, gute Bildung ohne Gott gibt es keine? Aus Ihrer jesuitischen Perspektive? Also ich würde die Frage zurückgeben, was meinen wir damit? Also ich glaube, das Problem oder die Herausforderung, vor der wir heute stehen, und das ist ein bisschen auch die Klärung auf der ersten Ebene, sollen Schulen tatsächlich auch bilden? Darüber haben wir 61% der Eltern sagen ja, aber das heißt ja, dass immerhin 39 nicht überzeugt sind. Also darüber müssen wir gesellschaftlich reden, oder sind Schulen primär ein Ort, wo erstmal nur Fertigkeiten und wir, ich glaube, die Diskussion führen wir als erstes nicht. Und das Zweite, ich bin nicht so sicher, ob jedenfalls im klassischen, bisher tradierten Sinne, die Unterscheidung zwischen konfessionellen Schulen und nicht konfessionsgebundenen Schulen so noch Sinn macht. Sie verdeckt zumindest auch eine Herausforderung, weil wir eben nicht davon ausgehen können, und das spiegelt sich zum Beispiel im Verhalten der Schüler, wir arbeiten sozusagen unter der Fiktion von Konsens, über den Rahmen, in dem Bildung geschieht. Das tun wir als Gesellschaft und das tun wir im religiösen Bereich. Konfessionelle Schulen waren früher die Orte, wo man religiös gebildet hat. Das ist aber längst natürlich gescheitert durch konfessionsverbindende Ehen, habe ich ja jetzt inzwischen gelernt, heißt das. Also ich stamme aus so einer. Und wo eben nicht klar ist, gibt es unter den beiden Eltern überhaupt einen Konsens darüber, dass sie eine religiöse, dass für sie die Frage nach Gott zur guter Bildung gehört. Da werden viele Kompromisse geschlossen. Und das müssen auch alle Beteiligten wissen. Und die Schülerinnen und Schüler sind oft die das am meisten mitbringen. Und Ähnliches würde ich sagen für die staatlichen Schulen. Sie haben es gerade schon angesprochen, indem Sie aufmerksam machen auf den Unterschied zwischen säkularer Schule und laizistischer Schule. Wir haben unausgesprochen und nicht explizit in der Gesellschaft und gerade im Bildungsdiskurs ein nicht geklärtes Verhältnis
zu dem Punkt der Frage, was bedeutet es eigentlich, dass der Staat nicht parteiisch natürlich sein darf? Und da bewegen wir uns ja auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Wir bewegen uns auf einerseits auf dem, finde ich sozusagen, so was wie im Grundethos jeder Pädagogik, im Übrigen auch konfessioneller Pädagogik, wenn es die gibt, dass natürlich das Überwältigungsverbot gilt. Das ist aber sowas wie ein Ethos der Pädagogik, finde ich. Also ich darf als Lehrer oder als Lehrerin eben niemals auch nur die Absicht haben, ich finde, das ist sowas wie die Keuschheit, wenn ich immer die Keuschheit von Pädagoginnen und Pädagogen sehe, ich darf noch nicht mal die Absicht haben, dass die Schülerin oder der Schüler am Ende mit meiner Meinung zur Tür rausgeht. Das kann nicht der Sinn da sein, wenn ich die Schülerin oder den Schüler in ein Gespräch verwickle. Ich möchte Bildung eben ermöglichen, ein eigenes Urteil ermöglichen. Und die zweite Ebene ist dann eben tatsächlich, dass ein immer größerer Teil, glaube ich, auch mindestens mir fällt auf stark, auch in dem Bereich des Bildungsdiskurses eben Neutralität mit Säkularismus gleichsetzt. Und das stimmt eben mindestens in der deutschen Tradition sicher so nicht. Und das führt dazu, dass wir auch in den staatlichen Schulsystemen mit einer Defiktion eines Wertekonsenses arbeiten. Und wir merken an den Schulen, dass das gerade nicht mehr funktioniert. Es explodiert spätestens in Fragen wie Kopftuch, an Fragen von Lehrern, die Kreuz tragen. Spätestens da scheitert das. Das heißt, aus meiner Sicht, wir müssen anfangen, darüber zu reden, wie kann in einer Gesellschaft, in der wir eben gerade diesen Konsens nicht mehr haben über den Rahmen, in dem Pädagogik geschieht, wie können wir es schaffen, dann trotzdem Bildung zu ermöglichen, die das nicht ausblendet. Denn je weniger Konsens in der Gesellschaft über die Frage nach Gott, nach der Welt, und zwar wirklich ja sehr elementar schon, die Zahl weltweit der Menschen, die glauben, dass es eine Verschwörung ist, dass die Welt keine Scheibe sei, wächst weltweit gesehen. Also wir müssen selbst an so basalen Dingen anfangen, darüber zu reden. Das heißt, wir müssen uns überlegen, können wir trotzdem einen Rahmen finden, den wir als Schule jeweils brauchen, in dem wir mindestens mal anfangen können, einen wirklichen Transport, und da finde ich, haben die konfessionellen Schulen eine echte Chance, müssen das aber aus meiner Sicht auch reflektieren, dass es eben nicht mehr um Milieubildung geht, sondern dass ihre Chance darin besteht, dass sie sehr transparent offenlegen, was ist das, sozusagen der Ausgangsrahmen, der Konsens, von dem aus sie arbeiten. Und dann muss natürlich aber tatsächlich die andere Sicht auch vorkommen. Deswegen finde ich sehr spannend und sehr schön. Das hat dann viel mit Kontext zu tun. Der Pater Mertes hat zum Beispiel irgendwann festgestellt, das hatte einfach Gründe, welche Schülerinnen und Schüler von uns. Sie hatte eine große Gruppe von Schülerinnen und Schülern, die aus einem Kontext kamen, eines sehr materialistischen Weltbildes. Mhm. Und dann hat er als Jesuit angefangen, eine AG zu geben, Atheismus für Anfänger. Und das finde ich auch nochmal wichtig, dass natürlich wussten alle Schüler, dass er Jesuit ist. Das ist also offensichtlich zu guter Bildung auch dazu gehört, dass ich in der Lage bin, nochmal, selbst wenn ich einen ganz anderen Standpunkt habe, seriös einzuführen, bis zu einem gewissen Punkt jedenfalls einzuführen, zu sagen, dass das eine ernstzunehmende Perspektive ist, auf die man sich auch einlassen kann. Und in diesem Sinne wäre dann zum Beispiel eine Schule, die die Frage nach Gott eben auch auskommt, ohne Gott mal an der Stelle, so würde sogar zu guter Bildung dazugehören. Also wenn ich jetzt mal nochmal auf das eingehe, worauf Sie besonders viel Wert gelegt haben. Wir haben eine Gotteskrise, einen Transzendenzverlust auf der einen Seite und wir haben einen Laizismusgebot, wenn ich das jetzt mal überspitzt so sagen darf, auf der anderen Seite. Nehmen wir mal an, wir sind jetzt alle sehr resigniert, weil wir nicht mehr wissen, wie wir gute Bildung mit Bezug auf Gott grundlegen können. Dann wäre ja zum Beispiel der Hilfsleiter zu sagen, wir haben 2000 Jahre Kultur, mindestens in Europa, wenn nicht weit darüber hinaus, die ich ohne einen Gottesbezug eigentlich kaum verstehen kann, weil die Kulturen in der Auseinandersetzung mit Gott, mit dem Gottesbild, mit dem Gottesbild anderer ihre jeweilige spezifische Form gefunden haben. Wäre das als Hilfsleiter ausreichend, zumindest mal zu sagen, das ist eine Eingangstür zu der Frage, in welcher Form haben andere beispielsweise diese Frage aufgenommen? Und muss ich die dann nicht auch tatsächlich von der Kunstgeschichte
über den Religionsunterricht bis in den naturwissenschaftlichen Unterricht, Sie haben es gerade gesagt, mit hineinnehmen, und wäre das ein Rechtfertigungsweg? Jein. das befürchtet. Also man kennt dieses Argument auch im Kontext der Erziehungswissenschaft, der Religionspädagogik, ein kulturhistorisches Argument für religiöse Erziehung. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, Konzeptionalisierungsfragen, also was wir unter religiöser Erziehung verstehen wollen, und Begründungsfragen sind irreduzibel miteinander verknüpft. Mhm. Und ich befürchte, aber das müsste man sich genau angucken, dass dieses Argument letztlich nur dazu hinreicht, einen Religionsunterricht im Sinne der Religionskunde zu rechtfertigen, die gewissermaßen die Schülerinnen und Schüler einführt in das Gewordensein verschiedener Kulturen und der Bedeutung von Religion im Kontext dieses Werdens. Aber ich bin mir nicht sicher, wie man von diesem Begründungsweg dahin kommt zu sagen, Heranwachsende sollen sozusagen in die Binnenperspektive von Religion hineingezogen werden, um auf existenzielle Fragen, die sie bewegen, die die Menschheit bewegt, um eigene Antworten zu geben. Da wäre ich skeptisch. Aber es könnte sein, dass es geht. Ja, wenn mir bei mir nochmal einfiel, Herr Professor Evers hat das gerade erwähnt, das Beispiel des 30-jährigen Krieges, das würde natürlich schon mal Anlass geben, darüber nachzudenken, wie, was passiert, wenn ich mich in ein religiöses Bekenntnis hineinsteige, beziehungsweise ein religiöses Bekenntnis geopolitisch missbrauche. Dann muss ich ja trotzdem irgendwann die Frage beantworten oder zumindest mal stellen, wie viel an der Argumentation im Hintergrund ist denn berechtigt und wieso konnte das so einen starken Stellenwert gewinnen? Also deswegen die Frage, es ist nicht nur auf Kulturhistorisches bezogen. Deshalb finde ich, weil es eine existenzielle Komponente hat, ist ja die Frage, ob wir uns auf eine andere Weise einfach annähern könnten. Also ich würde da kurz mal anschließen, würde sagen, was irgendwie an der Zeit wäre, das wäre aber auch eine Herausforderung für die Kirchen, aber auch für die Ordensgemeinschaften und damit auch für all die kirchlichen und von den Ordensgemeinschaften getragenen Einrichtungen, eben inklusive der Schule. Was anstehen würde, oder wenn man mich fragen würde, dann würde ich sagen, was anstehen würde, wir brauchen eine Retraumatisierung des Religiösen. Wir haben momentan einen enormen Relevanzverlust des Religiösen. Warum aber? Ich glaube nicht, weil das Religiöse den Menschen als solches irrelevant ist, sondern weil sie die religiöse Kommunikation als irrelevant erleben. Die Kirche ist nicht mehr musikalisch sozusagen. Wir verstehen auch die Sprache nicht mehr. Ja, es kommen keine Töne mehr auf. Jedenfalls auch. Allenfalls Missklänge in Bezug auf den Islamismus und so, aber eine, ich tue mir aber schwer, in der, wie ich das ausdrücken soll. Also ich nenne es jetzt mal eine Retraumatisierung. Jetzt muss man natürlich aufpassen, das kann eben gehen bis hin zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Aber sich mal mit Originaltexten zu befassen, derer, also ob das nur Luther oder Canizio oder derer, die um die religiöse Frage gerungen haben. Das könnten aber auch Texte der Mystiker sein. Ja? Das könnte man vielleicht auch finden in Tagebuchnotizen. Also in solchen Ego-Texten, man müsste nur suchen. Also ich könnte auch sagen, Religion ist eigentlich was Spannendes, wird aber nicht spannend kommuniziert und müsste wieder spannend kommuniziert werden. Da müssen dafür nicht sozusagen viele lose Enden wieder zusammengeknüpft werden, zusammengefügt werden. Und Max Weber hat ja, glaube ich, mal von dem nomologischen Wissen gesprochen, sondern ein Kanon an gemeinsamem Wissen, der einer Gesellschaft zur Verfügung steht, vielleicht auch für die musikalische, also die religiöse Musikalität, wenn ich früher eine Bibelstelle genannt habe, erschloss sich ein ganzer Bedeutungshorizont. Und da muss, heute können wir da, es ist so schwierig, da anzuknüpfen. Das heißt, wir müssen da wieder sehr viel aufbauen wahrscheinlich, oder wir müssen kommunikativ uns sehr intelligent überlegen, wie man, ohne diese ganze Basis noch zu haben, diese Themen aufgreifen kann. Ja, das ist mir
mit Verlaub gesagt, etwas zu schon akademisch oder statisch, also Kanon und so. Also ich habe da eher einen Zug zum Experimentellen in dem Fall. Ich denke an einen anderen Jesuiten, den ich ja sehr schätze, Friedhelm Mennekes, der die religiöse Tradition in der Kunststation St. Peter seinerzeit ja konfrontiert hat mit der Kunst, mit der modernen Kunst. Und um dort in der Kunst die religiöse Frage, die Frage nach Gott frei zu nehmen, nicht aus jetzt Methoden, also didaktischen oder so Gründen, sondern um sich zu konfrontieren, dass die religiöse, die spannende religiöse Kommunikation eigentlich gar nicht mehr in der Kirche läuft, sondern die läuft außerhalb der Kirche. Aber er holt dann die religiöse Dramatik, wie sie in der Kunst zum Ausdruck gebracht wird, holt er wieder in den Kirchenraum rein. Und so, also Kirche, Religion, weniger als eine, jetzt auf der Seite der Intellektualität, sage ich jetzt mal etwas schematisch zu sehen, sondern auf der Seite der Kreativität, der Inspiration, der Theodramatik, also solche Wörter, Theopoesie würde es Lotterdreck sagen. Also so etwas würde ich da alles so reinbringen und Religion würde auf diese Weise wieder etwas Spannendes werden. Vielleicht könnte man auch religiöse Dimensionen in den modernen Filmen, die Kinder und Jugendlichen gerne sehen, in Serien und so weiter, wiederentdecken. Aber da muss man sehr aufpassen, pädagogisch würden Sie jetzt vermutlich sagen, dass man das, was die gerne da anschauen und genießen, gleich schon wieder ins Intellektuelle hebt. Aber irgendwie so eine Retraumatisierung, das wäre mein Stichwort, von Religion und damit auch von religiöser Kommunikation in den Schulen, vor allem in den ignatianischen oder katholischen Schulen, das in der kirchlichen Schulen, das irgendwie, ja, das steht an, das müsste anstehen, wäre meine Message. Hans Zimmermann, wollen Sie auch dazu? Ich hätte jetzt kurz angeschlossen, aber ich trete auch zurück. Kein Problem. Ja, ich kann auch anschließen, dann können wir ich würde wieder mit dem berühmten Jein-Satz antworten. Also ich glaube auch, ist, was Sie jetzt einen Mangel an Dramatik nennen, ist, würde ich auch sagen, ist es, der Glaube ist unglaublich, das Thema Glaube, Religion ist sehr in Schächtelchen verpackt inzwischen. Und man selbst banalisiert damit auch. Und auch im liturgischen Raum würde ich auch sagen, ist grundsätzlich banalisiert worden. Ich tue mir nur mit dem Wort Dramatisierung schwer, weil ich das so ein bisschen nach Theaterdonner klingt für mich. Und das weiß ich, dass Sie das so nicht meinen, aber das, so könnte man es ja auch verstehen. Wo anfangen? Also ich hätte auch die Schwierigkeit, Herr Dr. Schulte, Herr Dorneburg, ich glaube auch, dass es sich nahelegt, in unserer Kultur die Frage nach Gott und diese lange Tradition nicht aussparen zu können, weil man sonst unsere Kultur nicht verstehen kann. Nur, um es mit Professor Eberts zu sagen, wir sehen ja in vielen Kulturwissenschaften, dass das sehr gut gelingt, sozusagen religionskundlich das Christentum herzunehmen und damit, und trotzdem bleiben am Ende des Tages die Vorfahren, die Doofen, die es halt nicht besser gewusst haben. Und dahinter stecken, glaube ich, ja auch Selbstberuhigungstendenzen unserer Kultur. Ich glaube, wir haben in den westlichen Kulturen, haben wir oft so getan, als ob Irrationalität durch Religion in die Welt gekommen ist. Also ich nehme das Beispiel Hexenverfolgung. Ja. Wir haben es immer unter dem Thema die Kirche und die Hexenverfolgungen genommen. Das ist natürlich irgendwie richtig, aber es ist natürlich auch völlig falsch, weil es natürlich die Sache verharmlost, weil es nicht erklärt, dass ganze Stadtgesellschaften sich eben in völliger Irrationalität verlaufen haben und angefangen haben, ihre Nachbarinnen und Nachbarn zu ermorden. Und das absurderweise, leider oft nicht, aber ja absurderweise manchmal dann die religiösen Autoritäten die waren, die noch versucht haben zu bremsen. Und das heißt, wir müssen darüber sprechen und gerade jetzt in unserer Zeit, wo wir das eben wieder erleben, wie Irrationalismus die Gesellschaft beginnt auseinanderzunehmen, ernsthaft über das Drama des menschlichen reden. Also ich glaube, und da würde ich eben gerne anfangen in den Schulen, würde man mich fragen, ob wir nicht einfach
in Schule wieder mit dem ganz Einfachen anfangen sollten, nämlich, und da rede ich jetzt als Christ und nicht über Religion im Allgemeinen, ich bin sehr dankbar, dass ich Christ bin und ich werde beim Wort Religion auch immer skeptischer, weil sehr unterschiedliche Dinge da reingepackt werden. Aber ich habe das Glück als Christ, das mit einer Religion zu tun zu haben, deren Kernbotschaft ist, dass es um Menschwerdung geht. Und das Drama des Menschlichen dann. Und was ist das Drama des Menschlichen dann? Sie haben am Anfang gesagt, Erziehung zur Gerechtigkeit. Ja, da würde ich sofort anschließen und sagen, Sie haben völlig recht. Und dann aber auch über die Sakramentalität von Gerechtigkeit reden. Darüber reden, dass es bestimmte Situationen gibt, wo es um meiner selbst willen als Mensch wichtig ist, dass ich begreife, dass es einen Unterschied macht, dass Dinge Sinn machen können, obwohl sie schlecht ausgehen. Und das kann ich eigentlich nur noch mal erklären, glaube ich, wenn ich in irgendeiner Weise einen Bezug zur Transparenz herstelle, zur Transzendenz herstelle. Das muss jetzt nicht im Sinne des Christlichen sein, aber dass ich begriffen habe, dass die Welt sich nicht erschöpft im Hiersein und darin, dass ich ein erfülltes Leben fühle. Und wenn wir da anfingen wieder, könnten wir sozusagen Ansatzpunkte finden, die dann direkt auch ins Christliche führen, aber eben nicht mit Notwendigkeit ins Christliche führen und darüber anfangen zu reden. Und es würde ganz von alleine dramatisch werden, weil es eben um das Drama der Menschwerdung geht. Und das drückt sich dann aus in Kultur, in Kunst. Und ja, ich schließe ja auch direkt darauf an und versuche, Aspekte von beiden Vorrednern nochmal zusammenzubringen. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, versuchen Sie auch Wege zu finden, wie kann man junge Menschen für die religiöse Dimension von Welt erschließen. Und ein Beispiel, das Herr Eberts angeführt hat, war ja zum Beispiel jetzt auch in Filmen oder Literatur zu gucken, wo finden sich, jetzt allgemein formuliert, wo findet sich diese religiöse Dimension schon im Leben und Zusammenleben der Kinder und Jugendlichen heute, um von dort her gewissermaßen von diesen religiösen Aspekten, die sie in ihrem Lebensbezug schon finden, von den religiös relevanten Fragen, die sie haben, auf Antworten auch der Tradition, die auch in unserer Kultur überliefert ist, zuzusteuern gewissermaßen. Und da scheint mir etwas wichtig zu sein, was wir so bislang jetzt auch, glaube ich, noch nicht hinreichend unterschieden haben, weil wir auch von Säkularisierung sprechen. Aber was meinen wir denn damit genau? Also meinen wir jetzt eine Entchristlichung, eine Entkirchlichung oder meinen wir die Religion verschwindet im Allgemeinen zunehmend? Und da wäre vielleicht wichtig zu sagen, also wenn es stimmt, dann müsste man sich jetzt auch religionssoziologische und entwicklungspsychologische Studien näher angucken. Die existenziellen Fragen auf der Seite der Heranwachsenden brechen ja nicht weg. Ja, sondern sie finden schlichtweg eine andere Bearbeitungsform als in tradierten Religionen. Ja, aber sie sind, vielleicht könnte es hilfreich sein, an der Stelle zwischen Religion und Religiosität, individueller Religiosität noch einmal zu unterscheiden. Und vielleicht könnte es eine Möglichkeit sein für einen zukünftigen Religionsunterricht, aber auch darüber hinaus, von der die individuellen Religiosität her zu denken und von dort her die Fragen und Antworten, die in den Religionen in institutionalisierter Form tradiert werden, zuzuarbeiten. Ich würde trotzdem noch einen Anlauf wagen. Und da hat mich Martha Zimmermann gebracht mit dem, was Sie über Menschwerdung gesagt haben und anschließend das, was Sie gerade gesagt haben, Dr. Rucker. Denn die Frage, die sich stellt, ist ja, wenn wir Menschwerdung sehen als einen Prozess, in dem ich nicht nur als Individuum, Sie haben das so schön als Ego bezeichnet, sondern als einen Prozess betrachtet, der nur in Gemeinschaft gelingt, also im Prinzip das einzelne Individuum, die Gemeinschaft und dann aber noch eine dritte Komponente, eine dritte Dimension mit einbezieht, nämlich die des Unverfügbaren oder nur teilweise Verfügbaren, dann können wir ja sehen, dass Fridays for Future im Prinzip auf eine solche Ebene hinsteuert, dass ich sehe, da ist etwas außerhalb dessen, was ich unmittelbar verändern kann, was ich nur, das ist vielleicht schon ein bisschen anmaßend, in einer größeren Kraftanstrengung überhaupt bewältigen kann, aber doch deutlich macht, dass es noch eine Ebene gibt außerhalb meiner selbst, außerhalb meiner Peer Group oder außerhalb einer, wie auch immer, definierten Gemeinschaft, die ich in den Blick nehme und in den Blick nehmen kann. Und dann stellt sich vielleicht sogar als nächstes die Frage, was messe ich dem für eine Bedeutung bei? Inwiefern entzieht sich das meinen Zugriff, inwieweit beeinflusst mich das? Und dann kann ich natürlich auch nochmal hergehen und sagen, je nachdem, was für eine Art von Unterricht ich mache, geht es um den reinen Naturschutz oder geht es um die Bewahrung der Schöpfung? Also das ist ja im Prinzip,
das gleiche Ziel. Es wird nur unterschiedlich aufgeladen, beziehungsweise, wenn ich es jetzt mal parteiisch als Katholik sagen darf, es wird in dem einen Falle noch mit einer verschärften Wahrnehmung auf eine bestimmte Unverfügbarkeit hininterpretiert. Ich werde mit dem Schöpfungsbegriff mittlerweile sehr, sehr vorsichtig, muss ich sagen. Der ist mir sehr voraussetzungsvoll. Denn, also Bewahrung der Schöpfung, da würden ganz viele sich ja drunter verstehen können. Aber wenn ich etwa wahrnehme, dass unter dem Schöpfungsgedanke etwa auch eine Position in der katholischen Kirche vertreten wird, die Homosexuelle ausschließt. Mit dem Hinweis, der Schöpfer wollte zwei Geschlechter und nichts dazwischen. So, also dürfen wir das nicht anerkennen, dürfen wir dem keinen Segen geben und so weiter und so weiter. Und schon gar nicht, wenn da zwei zusammenleben wollen, noch den Anerkennungssegen. Sondern wir müssen eher verhindern, dass eine solche Amoralität sich ausbreitet. Das ist, kann ich Ihnen nachweisen, eine klare Position, die aus Rom kommt, mit Verweis auf den Schöpfungsgedanken. Ja. Also von daher bin ich momentan, wenn ich Schöpfung höre, reagiere ich etwas allergisch. Und ich denke nicht, dass diejenigen, die von Bewahrung der Schöpfung reden, jetzt an das römische Papier von 2003 denken, wo diese anti-homosexuellen Position vertreten wurde. Das denken die natürlich nicht, aber ich denke daran. Also von daher muss man aufpassen, da geht es nämlich schon los mit dem Problem der Übersetzung, das wir vorhin mal kurz angeschnitten haben, von religiösen Wörtern. Ich glaube, dass diese Retraumatisierung, und ich bin ganz bei Ihnen, also es geht um eine Retraumatisierung von existenziellen Erfahrungen des Menschen, die aber natürlich dann auch in das Religiöse münden. Ich glaube, dass man aufpassen muss, dass man allzu schnell eine traditionelle Sprachhülle darüber legt. Also da verstellt unsere religiöse Kommunikation auch durch bestimmte Bilder, Metaphern und so weiter, verstellt sie auch diese anthropologische Wende, sage ich jetzt mal, die Sie in mir sehr stark betont haben. Was wollen wir direkt? Also ich glaube, das Problem ist wieder, wenn wir müssen aussteigen aus diesen Konsensfiktionen. Also, und in dem Fall würde es mir darum gehen, deutlich zu machen, dass auch schon religiös, also auch christlich und auch katholisch der Begriff Schöpfung eben etwas einen unglaublichen Kosmos von Weltdeutung aufmacht. Okay. Und der wunderbar sozusagen auch die Frage schon, und da würde ich mit bei Ihnen nachdenken, sagen, ich würde schon glauben, dass das eine Brücke bieten kann, jetzt nicht, indem wir die Antwort, also es darf keine Überstimmung, es darf eben wieder nicht, also sozusagen das Problem der Kirche ist, dass sie den Begriff der Schöpfung genommen hat und daraus Moral primär damit beschäftigt war, moralische Botschaften abzuleiten. Nicht nur da, das ist sie heute noch, die offizielle Kirche. Das ist, und das ist sozusagen, und da ist ein Problem. Das sind wir wieder bei dem Thema. Und das macht die Sorge auch und die Sensibilität von Menschen aus, dass sie sagen, sie wollen im Bereich Bildung eben, also je politischer es explizit wird, das hat Alsbach gezeigt bei uns in der Umfrage, und je explizit religiöser es wird, desto mehr haben die Menschen offensichtlich Angst vor Indoktrination. Und das müssen wir endlich ernst nehmen, weil es führt nur dazu, dass die Leute das wegschieben, die religiösen Themen. Da würde ich auch sagen, wenn Sie haben vorher Sinus zitiert, ich glaube nicht, dass die Lehrer es nicht als ihre Aufgabe begreifen, junge Menschen in Dinge einzuführen, wie religiöses Denken. Es gibt zwei Hinderungsgründe, warum Lehrer da deutlich natürlich vorsichtiger sind als Eltern. Also erstens ist Ihre Frage, kann ich diesen Erwartungen gerecht werden? Wenn nämlich die Erwartung sein sollte, dass ich eine bestimmte Botschaft geben soll, dann würde ich auch als Lehrer sagen, nee, das kann ich, das will ich auch gar nicht. Das macht sie auch anfechtbar gegenüber der Eltern. Und, richtig. Und das Zweite ist, dass sie sich nicht kompetent fühlen.
Und jetzt wäre das Alternativmodell zu sagen, natürlich finde ich Fridays for Future einen wunderbaren Anlass, mit Kindern und Jugendlichen darüber ins Gespräch zu kommen, dass dahinter natürlich hinter dieser gesellschaftlichen Auseinandersetzung, die wir führen, Weltbilder sind. Es macht eben einen Unterschied, ob ich die Natur als Ressource betrachte oder ob ich Natur, und da kann man Ihnen zeigen, dass das auch schon uralt ist, diese Auseinandersetzung, Natur als etwas empfinde, was bedrohlich ist und was man zählen muss. Gilgamesch. Kultur ist sozusagen, erst die Kultur baut Mauern und dann kann der Mensch erst leben, weil dann die Natur draußen bleibt. Oder eben ist es, wie die Bibel es sagt, ein Garten. Und dann ist natürlich, wenn wir inzwischen sozusagen der Zerstörungsakt. Aber was ist uns die Natur? Und ich glaube, ich glaube schon, dass man Jugendliche gewinnen kann, darüber anzufangen nachzudenken und ihnen auch die Dimension zu zeigen, dass das zur Menschheit gehört, nicht eine bestimmte Antwort zu geben, sondern sich damit auseinanderzusetzen. Bitte. Ich würde da gleich mit anschließen, weil ich finde das auch ein Beispiel, mit dem man, glaube ich, ansetzen kann, um Heranwachsenden die religiöse Dimension von Wirklichkeit zu erschließen, würde aber das, was Herr Eberts gesagt hat, schon ernst nehmen, dass hier mit Begriffen operiert wird, die auch auf problematische Art und Weise ausgelegt werden, zumindest wenn wir die Auslegung mit einem erreichten Stand des moralischen Bewusstseins konfrontieren. An der Stelle darf man aber, glaube ich, die Möglichkeiten von Unterricht auch nicht unterschätzen, denn für einen, sagen wir mal, Unterricht, der Bildung zu ermöglichen sucht, gilt nicht nur ein Indoktrinationsverbot, sondern auch ein Kontroversitätsgebot. Genau. Das heißt, ein solcher Unterricht könnte natürlich auch die Möglichkeit bieten, verschiedene Auslegungen des Schöpfungsbegriffs in ihren problematischen oder weniger problematischen Implikationen selbst noch einmal zum Thema zu machen. Ja, und das fände ich einen Horizont erweiternden Unterricht, denn auf den ersten Moment könnte man ja meinen, ja, das ist ja wunderbar, da kann man gleich direkt zum Schöpfungsgedanken vorstoßen über Fridays for Future und dann merkt man plötzlich, das ist unter Umständen problematisch, aber vielleicht gibt es auch andere Auslegungen des Schöpfungsbegriffs, die weniger problematisch sind und Unterricht würde dann für mich eben bedeuten, wenn er wirklich mit dem Gedanken der Vielseitigkeit ernst macht, dass er hier nicht zu einer bestimmten Position im Streit einführt, sondern in den Streit einführt und Heranwachsenden dabei hilft, daran mitzuwirken. Und ich glaube, dass guter Religionsunterricht das tatsächlich oft tut, was ja zu dieser Paradoxie führt, dass Religionsunterricht oft als das Überflüssigste angesehen wird, oft aber auch das beliebteste Fach ist. Das gelingt nicht immer, aber es gelingt schon oft in diesem Sinne. Und das, was ganz schade ist, dass eben die Kirche nicht begreift, dass wir bis heute nicht genug begreifen, dass die Schule die Chance sein könnte, auch innerkirchlich wieder über diese Pluralität, über diesen Kosmos anzufangen, mehr nachzudenken, dass Schule also auch ein Lernort für Kirche sein könnte, um genau diese Dinge zu problematisieren. Ja, wenn Sie noch sehen, wie wenige katholische Schulen wir in Deutschland haben. Im Ländervergleich sind wir ganz unten, oder ziemlich weit unten. Und wie fragmentiert die katholischen Schulen sind. Wir haben über 200 verschiedene katholische Schulträger. Ich bin gar nicht sicher, ob die sich untereinander überhaupt vernetzt haben, ob die sich untereinander verstehen und so. Da ergibt sich für mich auch eine strategische Frage, wie eine katholische Schule oder eine ignatianische Schule sich im Feld etwa der Bildungsdebatten positioniert, welche Einflusschancen sie hat und so weiter. Also ich will nur dann noch etwas anhängen und sagen, es ist ja alles ganz schön, wenn die ignatianischen Schulen sich auf ein gewisses Proprium oder so verständigen, darf man meines Erachtens nicht stehen bleiben. Also wenn sie zutiefst von überzeugt sind, dass sie ein besseres Bildungsverständnis haben als das, was auf Kompetenzen reduziert wird in den meisten staatlichen Schulen, Kompetenzvermittlung. Dann ist das doch ein Schatz, das dürfte sie doch nicht schlafen lassen, sozusagen, diese Position
zu haben, da müssen sie ja hinausgehen, müssen sich einmischen in die Debatten, da müssen sie bildungspolitische Debatten anzetteln, da müssen sie medial viel stärker präsent sein mit den Positionen. Okay, wenn ich Sie gestern richtig verstanden habe, hatten Sie gesagt, ja, in der pädagogischen Diskussion spielt die ignatianische Pädagogik, die kommt schlicht und einfach nicht vor. So. Und Sie müssen dafür sorgen, dass sie vorkommen. Wie machen Sie denn das? Also so nehme ich das wahr. Also wenn über ignatianische Pädagogik in der Erziehungswissenschaft überhaupt gesprochen wird, dann avanciert sie meist zu einer, jetzt etwas böse formuliert, aber ich glaube, es trifft es ganz gut, zu einer Randnotiz in Überblicksdarstellungen zur Geschichte der Pädagogik. Neuere Entwicklungen in diesem Kontext werden eigentlich nicht thematisiert. Aber ich würde eben auch sagen, breche ich eine Lanze fürs Fach, das geht auch umgekehrt. Die ignatianische Pädagogik sucht auch nicht die Auseinandersetzung mit dem Stand pädagogischer und erziehungswissenschaftlicher Theoriebildung. Das scheint jetzt im Aufbruch zu sein, wenn ich Sie verstehe, indem sie den Bildungsbegriff sowie auch in der pädagogischen Tradition entwickelt worden ist, fruchtbar zu machen und suchen, um das eigene Profil zu schärfen. Aber wie gesagt, da scheinen mir neuere Aufbrüche zu sein, die aber in den letzten Jahrzehnten so nicht beobachtbar waren. Ich würde es sogar verschärfen. Also ich glaube, das ignatianische Pädagogik, das ist uns aufgefallen im Kontext der Erarbeitung eines Evaluationstools für unsere Pädagogik, ist dann nur wie überhaupt die katholische Pädagogik. Also ich glaube, das katholische Schulwesen hat sich letztlich aus den pädagogischen Diskursen verabschiedet, würde ich behaupten, und wird dort auch nicht mehr wahrgenommen. Und würde ich sofort zugeben, das ist ein beidseitiger Prozess. Wir haben eben, also ich glaube, unter dem Vorzeichen konfessioneller Schule so getan, als wären christliche Schulen, katholische Schulen, nur normale Schulen, die halt dazu noch ein bisschen die Frage nach Gott stellen. Und wir haben jetzt, glaube ich, die einmalige Chance, nochmal zu reflektieren, was tatsächlich uns die Schulen bedeuten. Und ich glaube, das ist wirklich eine Riesenchance, weil einerseits wir wirklich einen Schatz in der Hand haben, mit dem wir in Richtung Gesellschaft argumentieren können. Also ich glaube, diese Frage ist wirklich unglaublich relevant. Was ist Pädagogik? Wir haben einen großen Schatz in der Hand, weil wir sozusagen durch unsere Herkunft etwas mitbringen, eine Frage, die so nicht mehr auftaucht und aber zeigen können, dass die heute wieder relevant ist. Und es ist natürlich nach innen ein Schatz. Also ich würde eben da würde ich Thomas Schalig völlig recht geben und sagen, dass wenn man das Bild mal übersetzt, dass wir sozusagen jetzt in einer Situation sind, wo wir uns zubewegen, wie damals das Judentum im Exil, das heißt in einer Minderheitenposition. Und er sagt, naja, wo hat das Judentum überlebt? In der Schule. Letztlich ist sozusagen die Zukunft des Christentums wird sich aus meiner Sicht wesentlich auch darin entscheiden, ob tatsächlich wir schaffen, auch unsere Relevanz, auch nach innen auch selber wieder zu lernen und die Schule als einen Lernort zu begreifen, wo wir wieder sprachfähig werden in der Gesellschaft. Oder wie Sie sagen, Lebensraum. Ja. Also es ist ein Vermittlungsproblem auch. Wirklich eine Sprache dafür zu finden, warum die ignatianische Pädagogik einen besonderen Beitrag leisten kann. Ich glaube, wir haben ja festgestellt, dass wir einen Konsens haben im Bereich, dass Schule bilden muss, Persönlichkeiten bilden muss, über die Fähigkeiten hinaus. Und im Idealfall auch die Frage nach Gott im pluralistischen Diskurs wach hält. Nur ist diese Formulierung, die Frage nach Gott wach halten, ist glaube ich, so abstrakt für viele, dass ich dann schon die Frage stelle, ich habe es auch gemerkt, wenn ich in meinem Freundeskreis von ignatianischer Pädagogik gesprochen habe, wie schwer es mir gefallen ist, zu beschreiben, was ist das Besondere an der ignatianischen Pädagogik? Weil sie sich ja auch sehr indirekt vermittelt, durch das Vorbild des Lehrers zum Beispiel. Und man kann sich so schwer vorstellen, was diese Communitas ausmacht, dieses Biotop. Das hat ja eine kulturelle Dimension, eine ignatianisch geprägte Schule. Was macht eigentlich diese Vitalität einer ignatianisch geprägten Schule aus? Welche Elemente, welche Nährstoffe, hätte ich was gesagt, braucht es? Und dann, Was sind denn die Variablen? Wir wissen mit Stille aushalten, Reflexion, Urteilsfähigkeit, all diese Dinge. Und das alles zusammengenommen bringt wahrscheinlich etwas ganz Großes Ganzes. Aber das
um zu das Ignatianische und seine Vorzüge zu erklären, muss ich dieses große Ganze erstmal sozusagen weiträumig erklären. Und ich hatte mich gestern im Gespräch mit einem Herrn Pater auch gefragt, gibt es vielleicht eine Variable, die so überzeugend ist? Und ich dachte dann an die Reflexion, dass man den Leuten über eine Variable sozusagen des Ignatianischen die Vorzüge besonders klar macht. Vielleicht müsste man da nochmal rangehen, denn das Biotop, ich bezeichne das jetzt mal als Biotop, diese Summe der unterschiedlichen Elemente vom Schulort bis, macht ja sehr viel, glaube ich, aus. Aber was gibt es da vielleicht so ein paar Kernelemente, die man noch ein bisschen besser auspolieren könnte? Ich glaube, die Komplexität entsteht nicht durch ignatianische Pädagogik, sondern durch die spiegelt sich auch hier in der Debatte. Sie spiegelt sich drin, dass wir zuerst überlegen müssen, wofür sind Schulen überhaupt da? Ja. Ist Pädagogik eine Aufgabe von Schule? Ist Bildung eine Aufgabe von Schule? Oder ist Schule eben doch nur ein Vorbereitungsort, um Fertigkeiten für den Beruf zu lernen? Darüber haben wir keinen Konsens. Und alleine damit anzufangen, zu reden, ist glaube ich, das werden, weiß ich nicht, ob Sie das bestätigen können, aber alleine das anzufangen, ist schon schwierig. Und dann reden wir, und dann signalisiert natürlich darüber hinaus ignatianisch noch so eine Sonderwelt und dann die Frage nach Gott als einen ernsthaften, als eine ernsthafte Bildung dazugehörende Dimension hineinzubringen, haben wir gerade gesehen, ist eben auch komplex. Natürlich, man kann immer an jeder Seite anfangen. Man könnte zum Beispiel einfach bei einem Thema anfangen, sollte Schule ein Ort sein, wo Schülerinnen und Schüler lernen, selbstständig zu denken. Der Meinung bin ich, wobei, wenn man der Meinung ist, dann hat man bereits die Antwort gegeben, dass es um mehr als um Fertigkeiten geht. Wie schafft man das am besten? Dann haben die eben konkrete Antworten. Genau. Also das, aber man muss irgendwo anfangen, glaube ich. Es ist am Ende komplex, weil wir mehrere Diskussionen gleichzeitig führen. Gut, aber was wir, glaube ich, zum Schluss als eine Art von Resümee, als Auftrag festhalten können, ist das, was Professor Eberts im Grunde indirekt auch an die Kirche gerichtet hat. Nämlich das, was in Papieren der Bischofskonferenz vor wenigen Jahren nochmal ganz deutlich gesagt wurde, nämlich, dass die Schulen ein Kirchenort sind, das auch ernst zu nehmen. Und nicht an der Stelle anzufangen mit dem Rotstift und zu sagen, das wäre das Erste, was geschlossen wird. Wir wollen jetzt nicht auf Bistümer eingehen, von denen wir gerade Interessantes hören. Aber das ist für meine Begriffe ein Punkt, über den Kirche nachdenken muss im Blick auf eine wahrscheinlich in allerkürzester Zeit anstehende Neubewertung von Schwerpunkten und entsprechenden Tätigkeitsfeldern, die besonders uns in den Blick fallen. Man muss sich mal klar machen, dass Rom, also das kirchliche Zentrum, meine ich jetzt das offizielle, fordert den Ausbau katholischer Schulen. Ganz genau. Und Deutschland baut ab. Also die deutsche Kirche baut Schulen ab, mit ein paar Ausnahmen. Rom spricht von einer Krise der Pfarreien. Ja. Und Deutschland hält krampfhaft an den schrumpfenden Pfarreien fest, baut sie jetzt mit großen Investitionen, befördert sie jetzt Schrumpfungsprozesse, baut aber keine neuen Orte der Glaubenskommunikation, der speziellen, nämlich unter Bildung und so weiter, Gesichtspunkten aus. Ja. Also es ist unglaublich, was da momentan auch innerhalb der Kirche an Gegenläufigen passiert. Und bei all dem koppelt man sich von den existenziellen Fragen, den dramatischen Fragen der Menschen ab. Es ist eine Tragödie, es ist nicht nur ein Drama, es ist eine Tragödie, die da passiert. Und diejenigen, die das irgendwie sagen, die schreien hinaus und wissen gar nicht, ob das irgendjemand aufgenommen wird, ob es irgendjemand interessiert. Man rettet seine Strukturen. Ja. Fertig ab. Man rettet die klerikalen Strukturen. Man ist dabei, mit dem Geld der Leute den klerikalen Institutionalismus zu retten. Und das ist der Niedergang des Christlichen in diesem Land. Ich muss das schon so dramatisch eben sagen, denn dafür wird sich kaum mehr jemand interessieren. Und empirisch kann man das zeigen, dass sich da im Grunde viele junge Leute schon längst nicht mehr interessieren. Ja, aber Professor Eberts, das ist das, was jenseits einer technischen Frage, wie man ignatianische Pädagogik
darstellt, für mich das Drama, in dem wir tatsächlich stellen. Das ist sozusagen, da würde ich Ihnen völlig zustimmen, die innerkirchliche Seite, die aber ins Soziale, in das Gesellschaftliche hinaus genauso funktioniert. Also ich glaube, und da weiß ich jetzt niemanden vereinnahmen, aber ich habe das Gefühl, dass jetzt mal weg vom Konfessionellen wir auch in einer Situation sind, wo die Schule als einen Ort empfinden, der mehr sein sollte als nur die Vermittlungsort von Fertigkeiten, der mehr sein sollte als Unterricht, dass die auch gerade dieses Erlebnis machen, hinauszuschreien, und es scheint aber niemanden zu interessieren. Also wir versuchen, dass wir darüber ins Gespräch zu kommen. Wir entdecken, dass wir sehr gut ins Gespräch kommen mit der Fachwissenschaft, dass nicht das Thema Konfessionalität das Problem ist, sondern dass tatsächlich wir auch in der Gesellschaft sehen, dass Schule vor die Wand fährt, dass seit Jahrzehnten Eltern unzufrieden sind. Und meine These wäre, sie sind es auch deswegen, weil sie eben sehen, dass das nicht passiert, dass ihre Kinder nicht als Ganzes gesehen werden. Und trotzdem stehen die Zeichen auch weiter so. Gut, ich würde trotzdem das Fazit positiver gestalten. Ich würde sagen, anknüpfen an das, was Professor Ebert sagte, das, was Sie gerade zur Fachwissenschaft gesagt haben. Der Austausch hat begonnen, wenn ich das so sagen darf hier, dass Sie einen Beitrag dazu liefern können, die erziehungswissenschaftliche und die spezifisch, die kantianisch-pädagogische Sicht wieder stärker zusammenzubringen und das dem Ganzen eine Aktualität zu geben, die ihr gehört. Das haben wir, glaube ich, heute auch deutlich herausspüren können. Und das wäre dann der Auftrag im Grunde an das ZIP und an die im ZIP zusammengeschlossenen Schulen, genau diese einem bestimmten Menschenbild verpflichtete Art Persönlichkeitsbildung zu treiben, ins Schaufenster zu stellen. Also nicht nur zu machen, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, sondern sie auch ins Schaufenster zu stellen. Und Professor Gebers hat auf die Sinus-Studie hingewiesen. Ich hoffe, dass es da nochmal eine Wiederholung geben kann, weil das natürlich interessante Befunde sind, zu schauen, welche Gruppen innerhalb der Erziehungsgemeinschaft in den Schulen sind eigentlich die noch weiter überzeugt werden müssen, um dem Ganzen noch mehr Drive zu geben. Ich glaube, wir können das erstmal so stehen lassen. Wir haben gesehen, dass es keine Fragen in der Marginalie jedenfalls gegeben hat. Es wäre jetzt auch ein bisschen knapp, wenn wir in der Zeit bleiben wollen. Wir haben nur 5 Minuten. Wenn es jemanden drängt, eine Frage loszuwerden, wäre jetzt die letzte Möglichkeit. Ansonsten übergebe ich an Johannes Bohnen für das Schlusswort. Ich habe jetzt kein Schlusswort vorbereitet. Das wäre, glaube ich, auch ein bisschen anmaßend, wenn ich jetzt hier ein Fazit ziehen würde nach dieser vielschichtigen Diskussion, die wir gehabt haben. Aber ich glaube, dass wir eigentlich die beiden Dimensionen der Ausgangsfrage sehr schön berührt haben. Das Systemische, das Praktische, wie das zusammenspielt. Und ja, ich hoffe, dass wir und auch die Damen und Herren, die uns zugeschaltet sind, jetzt nicht zu pessimistisch hier an diesem wunderschönen sonnigen Nachmittag rausgehen, sondern einfach da auch mit einer bestimmten Kampfesbereitschaft uns für die Themen einsetzen, die uns am Herzen liegen. Und dass wir uns öffnen, dass wir in die öffentliche Diskussion gehen mit dem, was wir anzubieten haben mit der ignatianischen Pädagogik. Das ist ja aus unserer Sicht ein ganz großer Schatz. Und gerade in der jetzigen Situation der Schulen braucht es ja unsere Ansätze. Das ist ja das Schöne. Wir haben ja Antworten, wir müssen sie nur geben. Und zusammen müssen wir uns natürlich auch mit Kommunikation beschäftigen. Das sehe ich dann auch als unsere Aufgabe, als begleitende Beratung, das zu machen. Und ja, kann mich bei allen Teilnehmern hier auf dem Panel und bei Ihnen zu Hause nur sehr herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit. Und ja, freuen wir uns auf weitere Gedankenaustausche zum Thema. Wiedersehen. Vielen Dank.